Lichtmühle. Die Lichtmühle wurde 1873 von dem Londoner Physiker William Crookes erfunden. Sie besteht aus einer Glaskugel, welche leicht evakuiert ist. Es herrscht ein Druck zwischen 1 und 5 Pascal. In dieser Glaskugel befindet sich ein drehbar gelagertes vierseitiges Flügelrad aus Glimmerplättchen. Diese Plättchen sind einseitig beispielsweise mit Ruß geschwärzt, während die andere Seite silbern ist. Richtet man nun eine Lampe auf die Lichtmühle, so beginnen die Räder sich zu drehen. Dabei kann man beobachten, dass sich die Lichtmühle in Richtung der silbernen Seite dreht. Die silberne Seite zeigt also in Bewegungsrichtung, die schwarze Seite entgegen der Bewegungsrichtung. Es kann erwartet werden, dass sich die Mühle aufgrund des Strahlungsdruckes des Lichts dreht. Wichtig für das Verständnis des Strahlungsdruckes ist die Impulsstromdichte P, welche in folgender Weise vom Pointing-Vektor S, der in Raumrichtung des Energieflusses angibt, abhängt. Delta Vektor P ist gleich 1 durch C Vektor S, wobei C die Lichtgeschwindigkeit ist. Für den Impuls eines Photons gilt zudem P ist gleich H geteilt durch Lambda mit dem Planck'schen Wirkungsquantum H und der Wellenlänge Lambda des einfallenden Lichtes. Auf der schwarzen Seite der Glimmerplättchen wird das einfallende Licht absorbiert. Es kommt zu einer Impulsänderung von Delta P schwarz ist gleich P. Da das Licht auf der silbernen Seite reflektiert wird, kommt es zu einer Impulsänderung von Delta P Silber ist 2 mal P, wodurch sich die Mühle in Richtung der schwarzen Seite der Plättchen drehen würde. Im Versuch kommt es allerdings zu einer falschen Drehung der Flächen. Man würde aufgrund des Impulsunterschiedes eine Drehung in Richtung der schwarzen Seite erwarten. Allerdings dreht sich die Mühle in Richtung der silbernen Seite. Die zu erwartende Drehrichtung könnte nur bei perfekter Evakuierung zu beobachten sein. In der Lichtmühle müssen zusätzlich Temperatureffekte in Betracht gezogen werden. Die Glaskugel ist nicht perfekt evakuiert, sodass sich noch Restgasmoleküle darin befinden. Im Inneren der Kugel herrscht immer noch ein Druck zwischen 1 und 5 Pascal. Werden die Plättchen von Licht getroffen, so wird die geschwärzte Seite der Glimmerplättchen aufgrund der Absorption stärker erwärmt als die silberne. Dies führt dazu, dass die in der schwarzen Fläche befindlichen Atome und Moleküle des Glimmers schneller schwingen als die auf der silbernen. Treffen nun die Restgasmoleküle auf diese schneller schwingenden Teilchen auf, so erhalten sie durch Stoßwechselwirkungen einen stärkeren Impuls als bei Wechselwirkungen mit Teilchen der silbernen Seite. Sie erfahren also eine größere Impulsänderung und üben somit eine größere Kraft auf das Plättchen in Gegenrichtung des wegfliegenden Teilchens aus. Somit kommt es zu einer Rotation des Rades mit den silbernen Flächen voran. Insgesamt dominiert der Temperatureffekt, da er größer ist als der Strahlungsdruck. Der Einfluss des Strahlungsdruckes wird allerdings im Schweif von Kometen sichtbar. Fliegt ein Komet an der Sonne vorbei, überträgt das Licht der Sonne durch Stöße Impuls auf die Staubteilchen des Kometenschweifes und drückt ihn im Vergleich zur Kometenflugbahn von der Sonne weg. Dieses Experiment zeigt den Strahlungsdruck von Licht, der sowohl im Wellen- als auch im Teilchenbild erklärt werden kann.